Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Und zu einem pickepackevollen Schreibtisch. Wir haben seit langer Zeit mal wieder Eisenbahn auf dem Tisch und zwar von Bluebricks, den gesamten Rheingold Express. Den stelle ich euch heute vor, die Lok, die 104283 von Bluebricks. Diese Lok habe ich euch schon vor langer Zeit vorgestellt. Ich habe sie motorisiert mit zwei Motoren, damit sie auch in der Lage ist, diesen langen Zug dann am Ende ziehen zu können. Also, die steht hier mal so vorab und ich würde sagen, wir fangen einfach an, weil wir so viel vorzustellen haben. Hier oben mit dem ersten Modell und ich fahre es mal vor. Ich habe ein paar Schienen verlegt auf meinem kleinen Schreibtisch. Das ist die Nummer 104. Ich muss kurz ablesen. 104284, der Rheingold DB Abteilwagen in 8W. Ja, mit 863 Teilen für 42,95. Das ist das erste Modell, was auf den Tisch kommt, beziehungsweise hier vorgefahren kommt. Und wir machen natürlich das Dach auf. Das ist ja ganz klar, weil sonst können wir nichts sehen, wie es innen drin aussieht. Und es wäre etwas witzlos, wenn wir da nicht reingucken würden. Deswegen mache ich das kurz. Das Dach ist natürlich modular mit diesen zwei großen Teilen dann abzunehmen. Die Farben finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ja, das Dunkelrot mit dem Beige da, das ist schon klasse. Und so sieht das von innen aus. Wir haben ja diesen üblichen Abteilgang, der natürlich da nur ein Stein breit ist. Da auf der anderen Seite natürlich, da ist er, ja, der Gang. Wir haben auch, glaube ich, eine Toilette ist natürlich auch da. Die ist auf dieser Seite, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Auf jeden Fall haben wir da eine weiße Kloschüssel und einen blauen und roten Wasserhahn verbaut und dann 1, 2, 3, 4, 5 Abteile, wobei eins davon wahrscheinlich sogar für den Schaffner ist, denn da liegt vielleicht das, ja, wie nennt man das, Fahrtenbuch, so heißt es nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, was da liegt. Das könnte so sein, dass das vielleicht für den Schaffner ist, denn es ist ein wenig anders eingerichtet als die anderen Abteils. Ansonsten, da knallt natürlich jetzt das Fahrgestell raus, das war ja klar, wenn ich das so einfach so drehe. Sehr schön gestaltet, vor allen Dingen die Hutablage mit den Elementen finde ich doch sehr gelungen, wie im Original. Ja, ich mache das Fahrgestell kurz wieder dran und in der Zwischenzeit würde ich sagen, wir schauen uns vorab ein paar Bilder vom Original an, denn ich habe im April 2023 im Kölner Hauptbahnhof den Rheingold Express aufgenommen. Während ich das erzähle, setze ich das Modell hier wieder auf die Schienen. Ihr seht jetzt ein paar Bilder vom Original. Ja, es gab eine kleine Rundfahrt rund um Köln. Es war jetzt nicht die allerhöchste Geschwindigkeit dieses Zuges. Man hätte auch locker in der Zeit zu Fuß mitlaufen können. Ja, denn so ein Zug, in dem Fall von AKE Eisenbahntouristik, der hat natürlich nirgendwo Vorfahrt und deswegen braucht er auch entsprechend lange dann, um in dem Fall um Köln rumzufahren. Ja, da konnte ich also mitfahren, natürlich sehr bequem, alle Sitze und das ganze Innenleben. Ich saß auch in einem solchen Abteilwagen. Das war doch ein sehr, sehr schönes Erlebnis und man konnte dann auch später den gleichen Zug dann nochmal bei der Abfahrt wieder besichtigen, sozusagen am Gleis. Und es stand eine Lok, in die man rein konnte, nämlich natürlich hier die 103, die Baureihe 103. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz ein paar Ausschnitte, wie es denn da drinnen aussieht. Es ist gar nicht so geräumig, wie es vielleicht von außen den Anschein hat bei einer solch großen Lok. Aber es ist doch sehr, sehr beengt. Also ich bin jetzt 1,90 Meter und es war schon ziemlich knapp in der Höhe und überhaupt mit dem Ausbreiten in der Fahrerkabine. Ja, also das dazu und ich würde sagen, den Abteilwagen, ja, mehr gibt es, glaube ich, dafür nicht drüber zu erzählen. Ansonsten, upsala. Ja, vielleicht ein ganz kurzer Blick unten drunter, wie es gebaut ist. Schön verkleidet mit den Fliesen. Das ist jetzt bei allen irgendwie gleich bei den Modellen. Und deswegen stelle ich euch auch alle im Video vor. Jetzt muss ich das schon wieder hier draufsetzen. So, und wir kommen natürlich eigentlich schon zum Highlight. Der war leider nicht dabei, als ich in Köln war. Der Panoramawagen. Ja, der Panoramawagen. Und auch dazu gibt es, es waren übrigens fast wie bei jedem Modell Steinchen über. Sogar waren in dem Fall hier Gummiringe über. Ich weiß gar nicht warum, aber Gummiringe für die Reifen waren in dem Fall dabei. Ich habe das Tütchen mal dran geheftet. Ja, die Steine waren über. Bei jedem Modell war irgendwas über. Es fehlte nichts.
Es ist die Nummer 104286 zum Preis von 47,95 Euro von Bluebricks Rheingold DB Panoramawagen. So heißt er im Original. Deswegen sind auch die Gummireifen dabei, also diese Ringe, die man dann um die Räder macht. Denn dieser Wagen ist motorisierbar und kann als zweite Lokomotive dienen. Das heißt, wenn wir mit der Lok hier das Gesamte vielleicht nicht um diese engen Kurven gezogen bekommen, können wir hier tatsächlich auch noch einen Akku reinsetzen oder eine Batteriebox und hier das Ganze motorisieren. Und deswegen sind in diesem Tütchen dann noch die Gummiringe dabei. Haben wir das auch geklärt? Hier ist ja viel Platz nach unten, also das passt da locker rein. Das habe ich jetzt nicht motorisiert. Was können wir machen? Ich glaube, wir können das Dach abmachen. Das ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gebaut habe. Und so können wir denn zumindest, was ist denn da runtergefallen? Ja, zumindest mal da oben rein gucken. Ja, 4 Tische, 8 Sitze. So sieht das da oben aus. Und wir haben auch hier unten, da können wir, glaube ich, aber jetzt nicht so ohne weiteres reinschauen, noch einen Raum hier unten. Ob das für die Koffer war im Original, ein Gepäckabteil, das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht wisst ihr das, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir machen nochmal, ist aber glaube ich gar nicht dafür gedacht, das hier an der Seite aufzumachen. Da sind noch ein Großraumabteil, also ein Drittel Großraumabteil ist hier auf dieser Seite verbaut. Und hier haben wir nochmal ein normales Abteil, also Großraum, normales Abteil auf dieser Seite. Das kriege ich aber jetzt ohne weiteres da nicht ab. Also das ist der Panoramawagen, natürlich große Glaselemente da oben verbaut. Ich versuche das jetzt mal wieder auf die Schnelle mit Erzählen und allem drum und dran da drauf zu setzen. Habe ich es drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Doch, es ist, sitzt drauf. Also, ja, sehr schön gebaut. Einmal von unten geguckt. So sieht das aus. Wir haben, was fällt denn jetzt hier alles ab? Das gibt es doch gar nicht. Also, wir haben nicht die Achsen mit den Metallstangen, sondern wir haben hier Kreuzachsen drin, also ganz normale Achsen, die da unten verbaut sind in diesem Fahrgestell, weil wir die Fahrgestelle natürlich da selber bauen müssen. So, habe ich euch die Teileanzahl gesagt? Ich glaube, die habe ich vergessen. Das sind schon ein paar mehr Teile, nämlich 1019 Teile für den Großraumwagen. Und er macht doch ein sattes Geräusch hier auf den Schienen. Ja, ich würde sagen, der nächste. Was ist es wohl? Was ist es wohl, wenn wir da oder beziehungsweise hier zwei weiße Fenster drin haben? Dann kann es ja nur richtig der Speisewagen sein. Der Speisewagen, und zwar die Nummer 104287 von Bluebricks zum Preis von ja nur 37,95 Euro. Der ist also jetzt tatsächlich hier 10 Euro günstiger als der Panoramawagen. Deswegen hat er auch weniger Teile, nämlich 794. Also, auch da fehlten keine Teile. Es war alles da und ich versuche das hier auch jetzt einmal verlustfrei. Verlustfrei, vielleicht sogar das ganze Dach hier, verlustfrei, upsala, abzunehmen. Denn dann können wir in das gesamte Geschehen des Speisewagens hineinschauen. Wir haben hier die Küche. Sehr schön eingerichtet mit Kühlschrank, mit Waschbecken, mit einer Ablage und Schränken unten drunter. Ein Herd und so diverse Sachen, die da auf dem Herd bzw. neben dem Herd dann da stehen. Sehr schön gemacht. Wir haben diese übliche schräge Theke, an der man vorbeilaufen muss, um dann wieder, wenn man da durch muss, in den nächsten Wagen zu kommen. Ihr kennt das, wenn ihr in einem solchen Speisewagen schon mal wart. Wir haben Tische, 6 Stück, 12 Stühle logischerweise und natürlich auch auf dieser Seite das WC. Deswegen ist natürlich auch da das Fenster weiß und nicht durchsichtig. Das ist ja auch klar. Ansonsten haben wir dann auf jedem Wagen auch noch diese weißen einmal zwei Fliesen da drauf, wo dann ursprünglich das Schild drauf geklemmt wurde, wohin der Zug dann fährt. Heute ist das alles digital. Früher musste das alles noch mit Metallschildern, ja, ihr wisst das vielleicht, reingezogen, rausgezogen, gewechselt werden. Also ich bin jetzt auch kein Eisenbahner, das muss ich jetzt auch gestehen, aber ich versuche das so, ja, einfach wie möglich zu erklären. Sagen wir es mal so. Ansonsten hier unten auch, das alles schön verkleidet.
Gleiche Bauweise, das Untergestell, das Dach. Ja, diesmal in einem Stück. Ich hoffe, ich krieg's drauf. Doch, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. So, einmal nach hinten geschoben. Und wir kommen zum letzten Wagen. Das ist natürlich dann logischerweise der Großraumwagen. Rheingold DB Großraum Personenwagen 8W. So heißt er offiziell von Bluebricks und hat die Nummer 104285. 34,95 zahlen wir dafür, nochmal 3 Euro weniger, dafür haben wir dann auch 739 Teile nur in diesem Set. Ist natürlich ein bisschen weniger an Deko und an Baumaterial drin und ist etwas, logischerweise, wenn wir einen Großraumwagen haben, ihr seht das, viele Sitze, keine Tische und ein riesiger Gang in der Mitte. Natürlich auch die obligatorische Toilette da mit weißem Fenster. Und hier auf dieser Seite befindet sich eine Gepäckablage. Ja, Gepäckablagen sind ja irgendwie aus der Mode gekommen bei der Bahn. Da muss man ja auch schon im ICE gucken, wo man seinen großen Koffer denn hinstellt. Es ist zumindest nicht, bei weitem nicht für alle Passagiere Platz, da einen Koffer irgendwo abzustellen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ja, der Großraumwagen. Viele Sitze, ich habe sie jetzt nicht gezählt, macht aber auch keinen Sinn, jetzt zu zählen. Das ist dann insgesamt alles zusammen dann der Rheingold Express. Ja, den wollte ich euch doch mal zusammen hier auf dem Tisch vorführen. Und ich würde sagen, wir können es ja mal ein bisschen verschieben. Der passt nicht auf den Tisch, das ist ganz klar. Die Lok zieht den Zug. Ja, das macht sie. Ich würde euch aber empfehlen, dann auf die Kupplungen, je nachdem, eine Zweierfliese oder eine Zweierplate draufzusetzen, damit das zusammenhält und das aufgrund des Gewichts der Wagen der Zug beim Fahren dann nicht abreißt, gerade wenn hinten schon drei dranhängen und zwischen Lok und den Vieren, ja, ist die Magnetkraft natürlich logischerweise nicht so stark, dass das alles durchgängig dann auch gezogen werden kann. Deswegen setzt da einfach eine 1x2 drauf und gut ist und dann hält das auch zusammen. Ja, ich würde sagen, mit diesem wundervollen Zug, ich glaube, so können wir fast alle im Bild dann auch sehen, möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, ich habe genug erklärt. Das war mal jetzt kurz und knapp, würde ich sagen, mit diesem Modell für 4 Modelle. Eine kleine, kurze Sendung über den Rheingold Express. Ja, ich bin hier schon wieder dran gekommen. Ja, also, das soll es gewesen sein. Demnächst gibt es natürlich noch mehr Züge von mir, das ist auch klar. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Kommentare habt oder falls ich irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte in diesem kurzen Video, dann sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns doch schon nächste Woche wieder mit einer neuen Sendung. Macht's gut, bis dahin und tschüss.